Gut. Ja, Schnellreise können wir im Zweifel wieder hierhin machen. Das heißt, wir machen mal die Tonaufgabe. Die Todaufgabe. Töte die zwei Heckenschützen, die von einem Turm aus um sich schießen mit einem Messer. Okay. Kein Auto. Auto? Auto. Da bin ich ja mal gespannt, was das werden soll. Zwei Heckenschützen mit einem Messer. Nun gut. Raus hier. Naja. Der gute Wille zählt. Nee, reicht noch nicht. Nicht mal die Hälfte der Strecke haben wir geschafft. Eieieiei. Stellt sich halt die Frage, ich hatte zunächst überlegt, ob ich oben bleibe. Aber könnte ein Relikt sein. Könnte, muss nicht. Was da? Schwierig. Äußerst schwierig. Na komm schon. Komm schon. Danke. Ich nehme mal an, dass der noch mit dazugehört irgendwie. Irgendwo hier sind Hunde. Pass auf, das ist wichtig. Es geht nur um Gewicht und Hebelkraft. Na, gut, verstanden mehr. Du bist soweit so gut. Okay. Jetzt wär's so, ja? Gewicht und Hebel. Gewicht und Hebel. Nichts als Sand und Wasser und Kopfzeug und Wilde. Okay, das war einfach. Los, machen wir es nochmal. Ich glaube, das kriege ich noch schneller hin. Das ist echt schwierig gerade, Leute. Das ist echt verdammt schwierig. Mist, 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 Mist. Ja, jetzt haben wir sie alle auf. Jetzt haben wir es geschafft. Dreck. Ups, das war gerade Zufall. Was war das? Ah ja, lalalalalala, stirb! Oh, Mann. Ach Gott. Ja, klar.
Hab der Rest mal einen Stein geworfen. Apropos Stein, wieso haben wir eigentlich so schon besser? Gott. Bleibt uns nicht viel anderes übrig, außer eine Kamikaze-Aktion. Okay. Das war zwar jetzt alles andere als ruhmreich, aber... Naja. Naja. Besser als gar nichts. Wirklich Energie verloren in dem Sinne hätten wir jetzt auch nicht. Was man jetzt da sagen müsste... Also schlecht gelaufen, aber... Naja, es hätte auch gerne etwas besser laufen können. Egal. Unser nächstes Ziel ist die Übergabeaufgabe. Dafür mache ich gerade, ja, das vergessen wir einfach, sonst wäre es markiert. Wir fahren zurück. Fahren zurück. Schnellreisen zurück. So. Und... Ja, dann steht die Übergabe an. Wir wollen das ja vollständig machen, gell? Okay. Ah, mal wieder mit dem Quad. Haben wir lange nicht mehr. Gott, 1000 Erfahrungspunkte. Oi. Um Gottes Willen. Okay. Nein! Mist, natürlich zählt es nicht. Das Problem bei Übergabeaufgaben ist, dass die in der Regel ziemlich knapp angesiedelt sind. Das heißt, ich befürchte, dass wir das nicht schaffen. Doch! Das war knapp. Gott, wo sind wir? Marsch der Welt. Egal, wir fahren trotzdem mal da hoch. Zwecks Brief. Ja, und dann scheiß drauf. Dann nehmen wir das Ding hier halt mit. Quasi auf dem Weg hier runter. Dann machen wir das so. So quer. Dank dir für die Lieferung. Dankeschön. So, so wie ich das gesehen habe, müssen wir nur der Straße nachfahren, deswegen habe ich damit jetzt auch erstmal kein Problem, das kaputte Quad hier zu verwenden. Ja, da vorne sehe ich schon die Flakstellung. Beziehungsweise Küstenartillerie, was das wahrscheinlich eher darstellen soll. Ja, das ist Küstenartillerie. So oder so. Komm, gib mir mal deinen Brief, Kollege. Gib mir deinen Brief. Braver Junge. Hurks erster Brief. Wer immer das hier liest, ich bin Hurk. Also, ich habe diese alten Briefe gefunden, klar?
auf Japanisch oder so, aber schon stark verblasst und schwer zu lesen, also dachte ich mir, ist doch egal, was irgendein toter Japaner über irgendeinen Krieg für einen Quatsch erzählt. Ich meine, mein Beileid der Familie, aber der Kerl ist echt lange tot und ich brauche das Papier. Also, an den Kerl oder die Kerlin, die das hier liest. Mein weißgrauer Makake, Name ist Gilbert, der ist mir abgehauen. Gilbert ist bösartig. Ich meine, er schmeißt nicht nur mit seiner Scheiße um sich, der kann einen auch dabei angucken, während er einem das Zeug ins Gesicht treibt. Wenn der reden könnte, würde er noch irgendwas Schlaues hinterher schieben wie, da laust mich doch der Affe oder sowas. Mist, ich bin raus. Scheiße. Ah! Wo? Jedenfalls ist er mir entwischt und ich brauche ihn bevor... Okay, weiter geht's dann wohl im zweiten Brief. Waffen A2000. Gut, die hatten wir eben in der Prüfung. Noch eine. Oh, noch ein paar. BZ19, BD50, SMKG, MP5, PKM. Jetzt haben wir's. Fähigkeitspunkt? Noch 80. Können wir uns die auch irgendwo beleihen? Gut. Nächstes Ziel, der Bergrücken. Schulen wir mal das neue Auto da. Was ist denn los da hinten? Arschloch! Danke. Mist jetzt. Hey du! Hier drüben! Wo? Ah, jetzt geht's los! Komm doch mal her! Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wer ruft mich denn hier? Siehst du mich? Hier! Wo ist denn hier? Ah! Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Danke. Gern geschehen. Gear up. Ah, gut. Und wir haben Fähigkeitspunkt. Und ein entscheidender Moment. Ein besonderer Moment. Ein Moment, den man genießen muss. Wir haben die entscheidenden Fähigkeiten allesamt erlernt. Gott, ich bin sehr zufrieden. Es hat hervorragend geklappt. Wir haben tatsächlich alles durch und wir sind noch lange nicht am Ende. Gut, jetzt fehlen jetzt noch die drei hier, aber das dürfte ja wohl Formsache sein, nehme ich mal an, dass wir die auch noch kriegen. Hoffentlich geht's der Familie gut. Ja, jetzt dann aber auf zum Lager. Also das ist halt schon der Vorteil, dass man jetzt in der Söldneruniform ist. Man kann halt einfach quasi aus dem Hinterhalt zuschlagen. Sich in die Nähe von dem Typ begeben, ohne großartig bemerkt oder gestört zu werden und dann zuschlagen. Ist schon praktisch. So, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Weißt du, schon alleine dafür, dass du mir gerade im Weg gestanden hast, verdienst du es nicht anders. Du verdienst es nicht anders. Und du sowieso nicht. Mann, 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 Mann. Ist hier Straßenblockade machen oder was?
Ich mach das. Ja, ja, mach ruhig. Was zum Geier? Ich sag's dir noch. Ah, du verschwendest nur deine Munition. Und das ist nicht mehr. Also mit Medizin bin ich nicht gerade sparsam im Moment. Wie sieht da eigentlich unser Bestand aus? Das heißt, wir müssen mal wieder grüne Blätter sammeln. Oh Gott, was ist geschehen? Hey, was ist jetzt los? Hallo? Okay, warum hat es jetzt gerade so geruckelt? Naja. Alter, noch eine Blockade? Wow, die haben das überlebt, auch mal nicht schlecht. Also ich kann mit der Situation hier gerade ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ja. Nun ja. Wir sind immer noch nicht am Lager, auch nicht schlecht.